Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland. Heute bin ich bei, ich versuche es richtig auszusprechen, Achru. Ich möchte gerne Athru sagen, aber irgendwie der TH wird dann auf irisch-gälisch damit Achru. Teil der Creation Trilogy. Hier habe ich tatsächlich unsere 14 Jahre alte und lass uns sagen, Nocnare. Auch das muss ich mal lernen hier zu sagen. Wenn man die einfach mal alle in den, ich habe den ersten schon gemacht, das war der Anaconda. Und da gibt es tatsächlich wie ein Buch ist das, auch wenn man den aufmacht, ist das wirklich ein bisschen buchmäßig hier. Und ich habe diese Flasche tatsächlich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen hier von der Trö Beutzer Onlinehandel. www.tegahe24.de. Christian Meissner, vielen Dank dafür. Und er ist der Importeur dafür für Deutschland. 149 Euro kostet die Flasche. 14 Jahre alt, naja. Und das ist hier, und da kommt der Clou, Billy Walker. Yay. Billy Walker kennen wir von Glendronach und Benriach und Glengarsau und so weiter. Und man fragt sich, warum hat Billy Walker noch überhaupt Zeit, hier in Irland was zu machen? Naja, gut, gut, gut. Warum nicht, ja? So, das ist die, oh, da habe ich vergessen, da die Aussprache jetzt hier immer nochmal runter zu holen. Logil, glaube ich, ist das. Und Sligo, Sligo, da muss ich mal beim nächsten Video das nochmal besser mir auch machen. Ganz groß steht auch hier drauf Billy Walker. Also wer das nicht glaubt, guck mal das an. Diese Handschrift kennen wir von jetzt hier Glenarachie. Und das ist eine interessante Sache. Jeder von der drei Trilogien hat einen besonderen Teil der Mythologie vom Griechenland, vom Irland jetzt hier zu sehen. Und dieses Teil jetzt hier, den ich habe, hat tatsächlich was mit dem Kesser zu tun. Das ist die Tochter von Noah. Die Enkeltochter von Noah. Also die Tochter von Noah heißt angeblich Biff. Und Kesser war in Ägypten und sie hat tatsächlich Boote gebaut, weil sie eine Vorahnung hatte, auch laut irische Mythologie. Hat eine Ahnung daher gehabt, tatsächlich hier von einem Flut. Sie kam oben an, da wo auch dann Noah war mit seiner Arche. Er hat ihr sie nicht reingelassen. Da war irgendwie, glaube ich, 14 Frauen und drei Männer auf dem Boot. Zwei Boote sind in der Südteil bei West Cork verschollen und sind untergegangen. Eine hat es ganz rumgekriegt bis nach Sligo, dann da anzukommen. Und da ist ihr Ehemann. Und da wird die Geschichte für mich einfach mal unglaubwürdig, als ob das mit Noah nicht genug wäre. Er wurde zuerst zu einem Lachs für ein Jahr und hat unter Wasser gelebt. Dann wurde er zu einem Adler und dann wurde er 5500 Jahre alt und hat die Könige vom Irland da ständig als Ratgeber geholfen. Also irische Mythologie, Legenden, das ist schon eine Sache für sich. Also Whiskey Base 140430, 11 Jahre alte Ex-Bourbon-Reifung von Cooley. Also John Teeling und Billy Walker sind dicke. Damals, als John Teeling Cooley gekauft hatte, war vorher ein Wodka oder ein Neutral Grain Spirits Distillery, hat Billy Walker sehr stark auch bei der Umrüstung geholfen. Beraterisch tätig war er und deshalb hat er damals auch 500 Fässern dort vom Cooley abkaufen können, als danach denn dort Beam bzw. später Suntory das denn da übernommen hatte. So, 11 Jahre alte Ex-Bourbon und eine weitere 3 Jahre in ein Oloroso-Fass. Also interessant. Immer alle Abfüllungen sind 6600 Flaschen. 48% und wie ich sagte, 149 Euro teuer. Was mich als das erste Mal, wo ich das hier auch gekauft habe, dieses Achru vom www.irish-whiskies.de von Mareike, ich habe es einfach gekauft, dachte, oh Mensch, 149 Euro, 14 Jahre alt, das ist ganz schon teuer, bis ich merkte, oh nein,
Da sind insgesamt 9 Flaschen, die rauskommen werden. Jedes Jahr gibt es 3 Stück für 3 Jahre und da ist die eigene Produktion jetzt hier fertig. Wir haben Herbst 2019 und die Brennblasen sind installiert. Die ersten Testläufe sind dort in der neuen Distillerie gelaufen. Das heißt, für mich ist erst in 2020 praktisch das erste Mal, wo man tatsächlich vielleicht was dann in den Fässer reinlegen, damit man denn da ein gutes Stoff hat. Das wird dann 2023 sein, bevor das auf den Markt kommt. Oder die werden schon ein bisschen was schieben, tun, ein bisschen mit guten Fässern da arbeiten, keine Ahnung. Ja, was soll ich noch dazu sagen hier? Das ist mein Control Whisky. Ich habe überlegt, welcher Irish Whisky habe ich vom Cooley, der tatsächlich auch eine Oloroso Sherry Reifung hat. Dieses Glas nehme ich nicht. und mir fiel einfach nur Quiet Man. 12 Jahre alt und er hat tatsächlich ein Oloroso Sherry Finish. So, dass ich was Ähnliches im Glas haben darf. Wie ich schon gesagt habe, ich habe Verpackung und ich habe Flasche hier plus 10 cl geschenkt bekommen. Nochmal an Christian, vielen Dank dafür. Das hier habe ich selbst gekauft und mache ich auch immer wieder meine Sampleflaschen damit. Ich lasse die Verpackung hier, ich tue das darüber. Ich habe ein Problem, wenn ich irgendwie eine Flasche drehen muss, um den Namen zu lesen. Ich finde das ein bisschen dann überflüssig, aber das ist okay. Und deshalb ist auch diese Art Kompass hier da drauf, damit man weiß, wo man hingehen muss. Dieser Berg dort oben in den Fjorde, denn dort vom Sligo, das hat den geführt und hat den als Kompass gedient, damit sie in den sicheren Hafen kam. Damals diese Enkeltochter da von Noah. Die Geschichte, die Legende sagt das hier. Tolle Korken, muss ich schon sagen. Holz sieht auch echt aus hier. Da ist auch ein Inlay, also wirklich hier rausgefräst und da wie eine Münze aus Kupfer da reingetan. Handliche Flasche, fühlt sich nach Gin an, um ehrlich zu sein. Also, wenn ich so eine Flasche sehe, denke ich immer an Gin-Flaschen, aber das bin nur ich vielleicht. Und da gibt es natürlich hier auch das Haus, das Herrenhaus hier. Die haben eine alte Fabrik einfach aufgekauft und haben das einfach umgerüstet. Die haben viel, viel, viel Platz dort. Das ist schon ein riesiges Komplex. Und bis sie das auch denn als Lagerhalle genutzt haben, dauert es wahrscheinlich ein paar, nicht ein Jahrzehnte, vielleicht ein paar Jahrzehnten, bis alles denn da tatsächlich ja, benutzt wurde. Ich rieche vom hier schon eine Sherry, eine trockene Sherry. Sehr, sehr schön. Eine trockene Sherry Finish. An der Anacona, der erste war ein PX und Oloroso Sherry Mix. Das ist hier nur Oloroso. Hier, 10 Jahre alt, 12 Jahre alt. Also der ist fruchtiger. Also. Gefällt mir besser. Sorry, ehrlich, wie ich so bin, ein ehrlicher Hund hier. Da hat ein bisschen mehr Beerenkomponenten und das ist eine trockene, fruchtige Moment. Das hat ein bisschen mehr Leder und Schokolade, obwohl das nicht nur Ololose ist. Und das hier, das ist 12, das ist 14, das hat dann 3 Jahre ein Finish bekommen. Das hat eine unbestimmte Zeit ein Finish erhalten hier. So, Triple Distilled. Also Triple Distilled heißt, dass es wahrscheinlich nicht Cooley ist. Ups, das habe ich vergessen hier bei The Quiet Man. Gefällt mir irgendwie besser. Okay, erstmal Slanche. Er kann seine Herkunft nicht leugnen. Kuli. das sind diese alten Fässer, in denen es 9, 11 Jahre zuvor gereift ist. Ach Mann. Altes, ausgelauchtes Holz, der eine cremige, schöne, fruchtige Moment obendrauf bekommt, aber nicht genug. Wow. Also, Christian, tut mir leid, der ist nicht 149 € wert. Teil 1 war deutlich besser in meiner Erinnerung. Wow. Okay, ich
werde ich ja gleich einmal daran, mal gehe wieder da zurück. The Quiet Man, 12 Jahre alt, Sherry Cask war einer der besseren Whiskys, die ich jemals da. Okay. Auch der hat ein kleines bisschen im Moment am Ende, wo ich sage, Aber, Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Beide hauen mich nicht aus der Socken hier. Der hat auch diese ganz, ganz typische, prägnante Momente denn da. Das hat mich echt gestört mit den Triple Distilled Small Malt Matured in Oak Bourbon Casks, Finishing oder Losung. Alright, gut. 46%, 48%. Gut. Gehen wir da weg. Kommen wir nochmal zurück zu unserer Kind hier. Wie Pat immer wieder sagt, sein Patient des heutigen Tages ist. Ja, genau, das ist die zweite Abfüllung jetzt hier. Eine außergewöhnliche Single Malt mit einer Medium-Länge in ein trockener Finish mit Vanille, Spice, Pfeffer und auch Früchte aus einem Obstgarten. Orchard Fruits. Irgendwie heute ist das nicht mein Tag hierfür, glaube ich. Da kommt dieses wahre Herkunft durch. Und jetzt kommt einfach der Sherry und versucht das zu überdeckeln, aber kann das nicht ganz. Ich habe damals, glaube ich, auch ein bisschen herumgespielt, auch mit dem Wasser. Schauen wir mal, wenn ich hier ein bisschen Wasser hinzutue, ich bringe das mal auf 42%. Was passiert dann? So. Ja, Irish Whiskey ist so eine Sache, nicht wahr? Also, man hat Middleton gehabt, man hat Bushmills gehabt und man hat Cooley gehabt, irgendwie auf der Mitte der 80er Jahren. Und dann lange nichts und dann kam Dingle auf dem Schirm und dann kam Pierce Lyons auf dem Schirm, da kam vorher West Cork auf dem Schirm und so weiter. Und jetzt alle Dings kommen dann praktisch jeden Monat eine neue Distillerie dort in Irland dann auf dem Schirm. Also 30 bis 40 verschiedene Dinge sind in Planung, sind im Bau oder sind schon am Distillieren. Und da ist schon einfach ein Boom. Aber man bringt Sachen raus, die aus den alten Beständen nur entstehen. Wie diesen Mal eindeutig hier durch Billy Walker und die Freundschaft zu John Teeling hier von Cooley. Oh, was hat denn gut getan? Also mehr auch eine schöne, etwas frischere Holz. Also die Fruchtigkeit geht zurück und da kommt eine schöne Malzigkeit. Okay, ja, oh ja, da, sehr gut, sehr gut. Besser, besser. Kleines bisschen hinten drin ist immer noch ein bisschen was da von diesem altes Holz. Ja, also mit Wasser ist er wesentlich besser. Ja, jetzt ist die Frage des Tages, welche Benotung gebe ich denn da hier? Ich merke, mein Herz sagt, ich möchte gerne Christiane Gefallen tun, aber mein Verstand sagt, no. Mit Wasser kriegt er eine solide 3. Also ohne Wasser ist er ein 3 minus minus, um ehrlich zu sein. Ich werde noch ein letztes Mal damit herumspielen und schauen, bevor ich mein Englisch-Video drehe. Preis-Leistung 149 Euro, Leute. Da gebe ich ein 4 minus minus. Also 1 kaufen unbedingt. 2 1, warum hat man das nicht? Hat man das nicht gekauft? 2 kaufen, 3 kann man kaufen, 4 braucht man nicht kaufen und 5.
Warum wurde das Zeug überhaupt hergestellt? Und deshalb ist einfach hier für mich einfach mal die Frage, warum 149 Euro? Ja, also ich weiß, Billy Walker möchte ein bisschen Geld verdienen und so weiter. Es kostet viel Geld, denn dort tatsächlich auch eine Distillerie zu bauen und so weiter. So, es wurde abgefüllt hier tatsächlich 2018. Ich glaube, das ist August. So, und wir haben Edition Number 0001. Bottle Number, oh, Sample. Release of 6600. Das ist echt interessant. Bottle Number Sample. Ja, danke nochmal dafür. Habe ich auch bisher noch nie gehabt. Genau, ich brauche ein bisschen Wasser. Gibt es ein bisschen Zeit und ich rede nochmal ganz kurz hier. Irish Whiskey. Welche 14 Jahre alte Irish Whiskey könnt ihr empfehlen? Aha. Welche 14 Jahre alte Whiskys gibt es da draußen aus Irland? Das ist auch die Frage. Beziehungsweise, und jetzt mache ich die Frage ein kleines bisschen einfacher: Welche Whisky über 100 Euro lohnt sich aus Irland zu kaufen? Okay, sehr, sehr, sehr gut. Ich mache Irish Whisky. Ich muss einmal nachschauen. Ich würde sagen, 150 verschiedene Irish Whisky Videos Minimum da drin. Mein Bauch sagt eher 200 habe ich schon gehabt. Ich habe alleine 100 Flaschen da hinten momentan denn da stehen. Irish Whisky ist etwas, wofür mein Herz schlägt. Ich war schon mal da, habe dann da 12, 13 verschiedene Destillerien besucht. Auch im November 2019 war ich oder werde ich da sein, je nachdem, wie dieses Video rauskommt. War ich bei jetzt hier Whisky Live Dublin und werde auch dann da mit verschiedenen Distillers dort einfach mal reden, viele Interviews führen. Ich finde einfach dort, was auf Irland momentan ist, toll und eigentlich auch Whisky vom Irland finde ich auch sehr, sehr gut. Solange es nicht eine ausgelutschte Fass ist vom Kuli. Also. Und das ist 30 bis 40% von dem, was auf dem Markt momentan kommt, leider oft der Fall. Ja, der Wasser tat ihm gut und Zeit tat ihm gut. Ja, also eine schöne, schöne Nase hier jetzt. Also ich gehe hier nochmal rüber zu unserer Quiet Man. Der ist ein bisschen anders. Der gefällt mir auch noch ein bisschen besser, denn da ist die Odoroso Trockenheit. Wait for it. Es vermischt sich gut, also sehr schön. Offenbar will man unbedingt mit 48 alles rausbringen. Ist so manchmal, man legt sich fest und das ist so, was es ist und es muss so sein und es wird so sein und leider. Denn diese Whisky ist bei 43% wesentlich wohlgefälliger, wesentlich runder, wesentlich schöner, wesentlich balancierter. Und da muss ich einfach mal sagen, tu Wasser da rein, wenn du das hast. Ich empfehle nicht, diese Flasche zu kaufen. Ich empfehle, diese Flasche auf irgendeiner Messe zu verkosten. Geh irgendwo hin, findet eine Sample von irgendjemandem. Leider werde ich die Flasche wahrscheinlich nicht kaufen, da ich die schon hier vor mir habe. Und ich habe so viele andere Flaschen momentan, die ich hier loswerde, langsam aber sicher. Kennt ihr das Problem mit Kaufstopp? Und dann kauft man in diesem Monat nur 5 Flaschen, obwohl man sich einen Kaufstopp auferlegt hatte. Ich habe eine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe, könnt ihr auch unten finden. Ich habe eine PDF mit hier, meine Sample-Liste mit 300 plus Whiskys da drin. Ihr könnt gerne einfach mal auch anhauen, ob ihr was anderes habt. Das werde ich nicht haben. Bisschen was noch davon gäbe es. Und da, wie ich sagte, nochmal 100 plus andere Irish Whisky-Flaschen. Ja, Frage des Tages habe ich schon gestellt. Welche Whisky. Irish Whiskey kennt ihr mit 14 Jahren und auch, oder welche Whiskey über 100 Euro könnt ihr empfehlen? Meine Antwort auf diese Frage ist Redbreast 21, also 21 Jahre alte. Redbreast kostet momentan 140 Euro herum, aufwärts. Und das ist immer noch sein Geld wert. Als kleine Weihnachtswhisky, als Geburtstagswhisky, als ich gönn mir was Whisky. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Liken bitte, abonnieren bitte auf meiner Sample-Liste, wie ich schon erwähnt habe, oder WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Wir sehen uns jeden Tag um 17:30 Uhr, beziehungsweise am Sonntagabend um 21 Uhr. Bis dahin, Whisky Jason hier. Ciao!